Hallo, liebe Schütze, ja, ganz herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für den September 2023. Ich habe hier wieder das Herzpoesie-Deck in der Hand und eine Karte, vielleicht auch zwei, begleiten dich durch dein komplettes Reading. Alle Karten, mit denen ich arbeite, findest du aufgelistet unten in der Infobox. Ebenso alle Sprungmarken, sodass du zur Deutung vorgehen kannst. Und in eigener Sache ganz kurz, mich haben ein paar Leute angeschrieben, wo man dieses Kartendeck bekommt in meinem Online-Shop. Also unter verwendete Kartendecks findet ihr natürlich auch dieses Kartendeck. Das Kartendeck ist dort bestellbar im Online-Shop eben und das ist hier gebunden, wenn es kommt. Dieses halt jetzt nicht, weil ich ja mit dem arbeite. Und dann hat das noch, hat das noch so ein Deckblatt, das ist noch mit dabei. Das Ganze ist dann in Seidenpapier eingewickelt und kommt in so einer gelaserten Metalldose bei dir an. Ja, das dazu ganz kurz. Und ich lege dir hier wieder, wie gewohnt, zwei Stapel aus, den einen mit allgemeinen Energien, den anderen in Form von Engelsbotschaften als Empfehlung für dich. Ich hoffe, dir, lieber Schütze, geht es gut. Und du freust dich auch so auf den Herbst wie ich, auf die etwas kühleren Tage. Naja, was heißt kühl? Es gibt ja auch noch warme Tage und ein wunderschönes Farbspiel im Herbst. Und jetzt lass uns starten und schauen, was der September dir bringt. Ups, das sind zu viele. Ein, zwei Karten nehme ich gerne. Für den Schützen bitte. Aber das sind zu viele, das sind drei, das ist mir einfach zu viel. Bitte nur zwei maximal. Also, diesen Monat wollten wir schon ein paar Mal drei raus, aber das ist mir einfach too much. Ah, nee. Ihr wollt, ich will aber auch. Mehr Platz habe ich ja hier gar nicht. Muss immer anbauen dann. So, diese hier bin ich. Die hat sich noch rausgeschoben. Gut, okay. Unser Leben kann nicht immer voller Freude sein, aber immer voller Liebe. Die Essenz allen Lebens tragen wir in uns. Die Liebe. Diese Karte hatte ich auch schon wo. Jetzt aber gerade nicht ein, wo ich die hatte. Lass uns mal weiter gucken. Da haben wir zwei bekommen. Ich nehme drei Karten aus dem Lenormand-Deck. Oh. Okay, die nehme ich. Hm.
ja, schön. Ich nehme die Herzflüsterkarten. Ich nehme als Ergänzung die Quartettbauernkarte. Da haben wir zwei bekommen. So, wir haben das Mondmädchen mit den Neuanfängen. Wir haben Schatz des Drachen, Schutz der Zukunft. Wir haben das Schwert des Magiers, auf den eigenen Zauber vertrauen. Wir haben hier dich selber, du hast dich selber hier ins Kartenbild gelegt, egal ob du männlich oder weiblich bist jetzt, Schütze, ne? Du bist hier, du hast hier das Kleid an sozusagen. Okay? Wir haben das Kind, wir haben die Wege und wir haben den Park bekommen. Mir scheint es, dass hier in deiner Zukunft etwas neu beginnt. Hier fängt noch mal was von vorne an. Wir haben hier zweimal einen Neubeginn sozusagen. Und wir haben hier den Schutz der Zukunft. Beim Mondmädchen ist es so, der Mond steht ja immer so für die Geheimnisse, für das Undurchsichtige, für das, was man im Verborgenen hält. Und der Neuanfang, der ist auch noch im Verborgenen. Der kommt noch auf dich zu, aber in Zukunft muss vieles anders laufen, als es in der Vergangenheit stattgefunden hat. Der Drache bewacht hier ein Ei und hier unten liegen auch noch viele Eier. Ich kann dir die Karte auch gerne mal zeigen, damit du das siehst. Und hier hängt nämlich ein Schlüssel runter und der Schlüssel hat hier oben, der Kopf von dem Schlüssel hat ein Herz. Hier geht es also um den Schutz des Herzens, um den Schutz vor Verletzungen und den Schlüssel zum Herz, zu deinem Herz. Du bewachst hier dein Herz. Der Schwert des Magiers mit auf den eigenen Zauber vertrauen heißt für mich, dass du sehr wohl weißt, dass es da draußen noch Glück und Liebe für dich gibt und dass dir das Potenzial und die Fülle dieser Welt auch zur Verfügung steht. Dennoch weißt du auch, was weh tut und davor versuchst du dich natürlich zu schützen. Denn wenn nochmal was stattfinden sollte für dich, dann muss das anders ausschauen. Dann zu ganz anderen Optionen. Und auch wenn das Leben nicht immer voller Freude sein kann, weil wir einfach äußeren Einflüssen unterliegen, Personen um uns herum haben, die uns vielleicht einfach das Leben schwer machen und es muss nicht unbedingt immer
ja, böswillig sein oder so, aber schau mal, stell dir mal vor, in deiner Familie wird jemand krank und bedarf jetzt plötzlich Pflege oder einfach auch mehr Rücksichtnahme, dann macht das vielleicht auf einer anderen Art und Weise Probleme, weil dann musst du vielleicht leise sein, kannst dich nicht so verhalten, wie du sonst tust, weil du Rücksicht nehmen musst oder was auch immer, oder weil du immer jemanden betreuen musst, weil du jemanden vielleicht regelmäßig zur Therapie fahren musst oder begleiten musst. Es gibt viele Dinge, die uns auch keinen Spaß machen in unserem Alltag. Und trotzdem müssen wir sie tun. Ja, mir geht es zum Beispiel immer, wenn ich die Steuer machen muss, dann, das habe ich immer total dick und trotzdem muss ich es tun. Ja, da gibt es einen Stichtag und bis dahin musst du als Selbstständiger, als Unternehmer, musst du deine Steuer abgegeben haben. Das ist halt einfach so. Und wichtig ist trotzdem, dass wir immer in unserem Herzen sind und dass wir immer wohlwollend auf das Ganze schauen. Ich meine, die Steuer macht mir jetzt keinen Spaß, aber letztendlich bringt sie mir ja auch Geld. Ja, wenn ich jetzt meine Steuer mache, dann weiß ich auch über meine Finanzen viel besser Bescheid, dann bringt einem das meistens auch Geld. Also bis jetzt war es immer so. Und genau so ist es natürlich auch, wenn du jemanden pflegst und du siehst, wie die Therapien gut tun, wie die ihren Effekt zeigen, ihren positiven Effekt, und wie vielleicht jemand wieder aus der Bettlägerigkeit in die Mobilität kommt. Solche Dinge halt einfach, ne? Und die Essenz allen Lebens tragen wir in uns, und das ist die Liebe. Also du füllst letztendlich deinen eigenen Alltag mit Liebe aus, indem dass du allem erstmal positiv gegenüberstehst, und dann fallen dir die Dinge auch viel leichter. Hier ist es auf jeden Fall so, dass es einiges zu erledigen gilt, aber man geht die Sache an, da ist ein Schwert abgebildet. Da ist ein Schwert abgebildet, das heißt, ich nehme dieses Schwert in die Hand und dann kämpfe ich mich da auch durch. Und mich erinnert diese Karte irgendwie auch gerade so an das Ass der Schwerter. Und auch die Asse stehen ja immer für eine Neustart-Energie im Tarot. Entschuldige. Und auf den eigenen Zauber vertrauen. Und hier steht das Wort des Magiers. Und wenn wir ans Tarot denken und wir denken an die Karte des Magiers, dann steht dem Magier auch alles zur Verfügung. Der Magier, der darf auf alle Elemente vertrauen, die es gibt. Der kann alles im Endeffekt vereinen. Eine Magierenergie ist zum Beispiel auch, die Magierkarte wird zum Beispiel der Jungfrau auch zugeordnet. Und manchmal ist es auch so, dass der Magier ja negativ gedeutet wird. Ich nehme es hier aber nicht so wahr. Ich nehme es eher so wahr, dass es eine Art Cleverness ist. Weil du einfach das Geschick hast, mit all den Dingen, die auf dich zukommen, wirklich umzugehen. Das kannst du und das schaffst du. Also du nimmst das Schwert in die Hand und du bist dir auch nicht zu schade, dich deinen Herausforderungen und Aufgaben oder auch einer gewissen Person zu stellen. Denn ich nehme hier eben auch ganz viel Neustartpotenzial in einer Verbindung wahr. Wir haben die Wege und wir haben den Park. Und es geht hier um Entscheidungen, es geht hier um neue Wege und es geht hier aber auch darum, sich neu und anders wieder zu begegnen. Also das hat schon so eine Energie von einer Reunion. Wir haben hier die Verpflichtungen. Bevor wir uns trafen, lebte ich ein anderes Leben, aus dem viele Verpflichtungen entstanden sind. Ich bin nicht der Typ Mensch, der einfach abhaut und einen Scherbenhaufen hinterlässt. Ich übernehme Verantwortung und das bedeutet auch,
dass ich das, was ich einst begonnen habe, ehrlich und bewusst zu Ende bringe. Wie ich das anstelle, weiß ich noch nicht genau. Ich werde eine Lösung finden, mit der alle Beteiligten leben können. Versprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob du das bist, lieber Schütze, oder ob das dein Gegenüber ist. Aber diese Person ist auf jeden Fall in der Lage, hier auf den Zauber zu vertrauen, auf den eigenen Zauber und auf das eigene Wissen und auf das eigene Können, die eigenen Fähigkeiten. Und wenn einem die fehlen, ja, dann eigne ich mir diese an. Also diese Person ist auf jeden Fall gut dabei und guter Dinge, Lösungen anzustreben, also lösungsorientiert auch vorzugehen. Das ist auf jeden Fall keine Person, die den Kopf in den Sand steckt oder sich hinsetzt und wartet, bis sich alles irgendwie irgendwann klärt. Das ist nicht so ein Mensch. Also das ist eigentlich sehr gut und sehr löblich. Und diese Person ist auch innovativ. Also ist offen für, was kommt da? Ja. Also macht sich nicht erst einen Kopf und denkt tausend Gedanken, sondern schaut, was kommt da und wie kann ich dem begegnen? Das finde ich ziemlich gut. Ich schenke heute jedem, der mir begegnet, Verständnis, Mitgefühl und Respekt. So wie ich dem Leben begegne, so wird es mir begegnen. Ja, und so ist es. Und das ist eben das. Das Leben kann nicht immer voller Freude sein. Wir müssen manchmal das Schwert ziehen. Wir müssen auch manchmal, eine Leitung, ein Seil kappen, wo wir merken, hey, das tut uns einfach nicht mehr gut. Wir müssen manchmal alte Verhaltensmuster ablegen. Wir müssen uns manchmal auch von Personen oder Personenkreisen lösen. Das ist einfach so. Und dann brauchen wir einfach manchmal unser Schwert, wo wir eine gewisse Verbindung durchtrennen müssen. Oder ein gewisses Verhaltensmuster eben. Dann haben wir alle Wesen, die mich umgeben, erblühen wie Blumen und erstrahlen in Liebe, wenn ich ihnen mit Achtsamkeit und Unvoreingenommenheit begegne. Da ich in allem immer nur mir selbst begegne, begegne ich überall der Liebe, die mir eigen ist. Ja, und das ist das, die Essenz allen Lebens tragen wir in uns, das ist die Liebe. Geh einfach offenen Herzens raus und auch wenn hier eine Person dir in der Vergangenheit Schmerz zugefügt hat, dann bin ich mir sicher, du bist in der Lage, gewappnet zu sein. Also du bist sozusagen mit allen Wassern gewaschen, dich zieht man nicht mehr so schnell über den Tisch und du lässt dir hier nicht irgendwelche Karten in die Hand spielen, sondern du weißt genau, was du willst und du weißt auch genau, wie du es erreichst und du bist auch sehr vorsichtig, was Gefühle und Avancen anbelangt, weil du prüfst. Weil du erstmal prüfst und weil du erstmal auf deinem Ei sitzt und sagst, Moment mal, jetzt muss ich erstmal gucken, ob das gut ist, was du mir da entgegenbringst. Und das ist auch völlig richtig. Also es ist eine super schöne Legung, vor allen Dingen ist es eine unheimlich selbstbewusste Legung. Also ich nehme ganz viel Selbstbewusstsein wahr und innere Stärke gefällt mir total gut. Das ist eine total gute Energie, also finde ich gerade richtig, da kann ich gerade richtig auftanken, das finde ich gerade richtig schön, ehrlich. Vielen Dank, lieber Schütze, finde ich super. Und lass uns jetzt einfach mal in die Engelbotschaften schauen. Ich hatte diesen Monat auch schon einige sehr anstrengende Legungen, aber diese hier, die gibt mir ja der Rip was zurück, das ist ja echt schön. Ich habe wieder 5 Stapel. Du kannst auf die Sprungmarke unten in der Infobox gehen und zur Deutung vorgehen, ja? Wenn du nicht dabei sein möchtest.
Vielleicht hast du es mit einer Waage oder mit einer Jungfrau zu tun, denn da stehen jetzt noch Geburtstage an. Jetzt muss ich mich schnell bücken. Die Karte ist runtergefallen. Hier ist sie. Alleine. Wow. So, der Geburtstag. Die Antwort auf deine Frage hat mit einem wichtigen Geburtstag zu tun. Also wie gesagt, vielleicht hast du es mit einer Waage oder einer Jungfrau zu tun oder was immer da noch kommen mag. Ende diesen Jahres. Und hier haben wir das Körperbewusstsein, also es könnte tatsächlich um eine Waage gehen oder um eine Jungfrau, denn es sind ja solche Ästheten, ne? So Jungfrauenwagen sind so Ästheten, eine Waage noch mehr wie die Jungfrau, weil hier das Körperbewusstsein ist. Und wir haben die Zwillingsflamme. Zu der Antwort auf deine Frage gehört eine spirituell orientierte Liebesbeziehung. Also seid euch recht ähnlich. Ihr seid euch recht ähnlich und ihr spürt euch vor allen Dingen auch. Also selbst wenn ihr jetzt keinen Kontakt habt, vielleicht knüpft ihr wieder Kontakt, wenn hier ein Geburtstag stattfindet und nehmt das als Initiation, also zum Anlass, euch wieder zu melden und euch wieder anzunähern. Du hast ja Ende des Jahres, ne, im Dezember bist du, Dezember, genau, und dann kommt der Steinbock. Du bist zwischen Skorpion und Steinbock. Das kann sein, dass dein Gegenüber an deinem Geburtstag eben auf dich zukommt. Auf jeden Fall eine sehr schöne Karte und ihr spürt euch definitiv, auch wenn ihr jetzt keinen Kontakt haben solltet. Und hier ist das Ja für euch. Hier ist das Ja. Also ihr werdet es schaffen, wieder in Einklang zu kommen. Also alles, was halt bis jetzt stattgefunden hat, was nicht so toll gelaufen ist und alles, was noch auf euch zukommt, ihr werdet es schaffen, irgendwie einen
einen Mittelweg zu finden, ein Konzept auszuarbeiten, was für euch beide dann dienlich ist. Und hier heißt es, was wünschst du dir? Du hast jetzt die Gelegenheit, das Drehbuch zu schreiben, entsprechend den wahren Wünschen deines Herzens. Sobald du dich klar für deine Herzenswünsche entscheidest, in dem Wissen, dass du ihre Erfüllung verdient hast und bereit bist, sie zu empfangen, werden sie plötzlich wie durch Zauber wahr werden. Und das erinnert mich jetzt sehr stark an diese Schwertkarte, die wir vorhin hatten, an dieses mit dem Magier. Sobald du weißt, zu was du eigentlich fähig bist und was dir alles wirklich zur Verfügung steht, ne, dann, und du dieses Potenzial und die Reichhaltigkeit und Fülle erkennst, dann stehen dir eigentlich auch alle Türen offen und dann ja, brauchst du eigentlich nur Ja sagen und es zulassen und es in dein Leben lassen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir noch irgendeinen zeitlichen Aspekt bekommen oder irgendwie einen, noch ein paar mehr Hinweise in der weiterführenden Legung. Da werde ich jetzt auch gleich mal reinschauen. Ja, lieber Schütze, auf jeden Fall eine sehr schöne Energie. Und wenn du mich jetzt gleich begleitest ins weiterführende Reading, dann heiße ich dich da natürlich herzlich willkommen. Und allen anderen wünsche ich einen fantastischen September. Lass es dir gut gehen, lieber Schütze. Und ja, lass mir auch gerne ein Abo da, wenn dir die Art gefällt, wie ich die Karten deute und wie ich meine Orakel lege. Oder einen Kommentar, ein Like, was auch immer dir, ja, was auch immer du möchtest. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns im Oktober wiedersehen. Bis dann, alles Liebe, tschüss!